Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dragon Ball Z. Ja, die letzte Folge, die ich gerade aufgenommen habe, ist leider kein Bild. Es ist nur der Ton da. Oh, jetzt kommen noch Gegner. Besiegen wir mal schnell die Gegner. Ah. Hey. Boah, gegen 3 ist, aber ich sehe doch gar nicht mehr hier. So jetzt. Los. Hallo? Alter Schwede, was ist denn auf einmal los hier? Nummer 1 ist weg. So, Nummer 2 ist weg. Also, die andere Folge, die ich gerade hier vor aufgenommen habe, ist leider kaputt. Ich habe kein Bild, ich habe nur einen Ton. Ja, das war eine Nebenquest zum Glück. Das war hier der Kleine. Die ja mit gerne trinken eigentlich immer Wasser, aber er konnte kein Wasser mehr trinken. Er brauchte germische Früchte. Gezeigt haben sie leider nicht, wie die aussehen. Ich habe mir da ein paar Früchte gesammelt, habe mir das gegeben, die waren zu sauer, dann bin ich zu Bulma zurückgeflogen, habe Bulma gefragt und durch den ganzen Stress und so weiter muss er jetzt normales Essen essen. Dann habe ich noch ein paar Früchte da gelassen und das war die Nebenquest, die ich gerade eine Folge vorher gemacht habe. So, das war die vorige Folge. Leider ist sie nämlich aufgenommen, also ist so. Nochmal machen kann ich sie nicht. War ein Glück keine Hauptquest. Jetzt muss ich immer mal gucken, ob das Bild da ist. Und wir suchen jetzt den versteckten Dragon Ball. Sollte er hier in der im Wasser liegen eigentlich. Wissen wir ja durch unser Gitter, den der hingeschmissen hat. Und dort sind natürlich alle tot. Dorf, wie schrecklich, das Dorf liegt in Trümmern. Ich muss den Dragon Ball finden. Er liegt im Wasser, kann ich dir sagen. Da ist er. Da ist er. Ich hab ihn. Ja. Yippie, ich hab ihn gefunden. Aber was macht der hier? Vielleicht müssen die Dorfbewohner ihn heilig versteckt haben. Ne, den hat Vegeta versteckt. Oh, Levelaufstieg. Ja, Level 20. Jetzt wacht bestimmt gleich Vegeta auf. Da. Was ist, was da gerade explodiert? Das kann nicht sein. Er ist nicht im Heiltrank. Verdammt, wie geht er? Wo kann er nur sein? Finde ihn, Cerberon. Finde ihn jetzt. Dragon Balls. Ach, die Dragon Balls. Das müssten 5 sein. Das ist aber nur 5. Und ich kann hier erst weg, wenn ich alle 5 habe. Na toll, ich muss ihm etwas Zeit verschaffen. Zack, zack, zack. Jetzt geht's los, jetzt bin ich drum. Diese lausige Saiyajin-Affe. Vegeta ist offenbar hinter den Dragon Balls her. Die Dragon Balls. Dieser verdammte Vegeta.
Das ist unentschuldbar. Du wirst den ganzen Planeten auf den Kopf stellen, um diesen Verräter zu finden. Wenn du nicht in einer Stunde mit Vegeta wieder hier bist, wirst du eines langen und schmerzvollen Todes sterben. Ja, Sir. Zerberon. Und Zerberon hinterher. Bin mal gespannt, was jetzt gleich passiert. Ich sage es nur ungern, aber offenbar sind Saiyajin doch stärker als ich dachte. Sie werden mit jedem stärker her. Allerdings können sie nur davon träumen, mit mir gleichzuziehen. Trotzdem wäre es wohl besser. Ach man, es wird ziemlich unangenehm mit einem Super Saiyajin. Oh, Oma sollte ich jetzt lieber als Jinno-Jun-Sonnenkommando rufen. Okay. Er ruft das Sonderkommando. Uah. Da sind sie ja. Ja, ich bin unbezwingbar. Das ist dein Lohnfriese. Die Dragon Balls gehören endlich mir. Jetzt habe ich die hier und den, den ich im Wasser versteckt habe. Es fehlt nur eine. Den habe ich alle sieben. Was? Die gewaltige Stärke. Zerberon? Nein, das Kollegen. In Tasche. Ich hatte keine Ahnung. Ich wette, ich bin eine Hand drüben bei Son Gohan. Oh Mann, Son Gohan wird bestimmt viel stärker sein als ich. Weil ich von oben ist. Oh, das fliegt natürlich. Dieser Winzling von der Erde, warum ist der auf Naya Amek? Ah, und er hat den letzten Dragon Ball. Wie geht das? Story XP, Level Aufstieg. Glück scheint mir heute wohl so. Jetzt läuft, jetzt kämpft er da hinterher. Verdammt, wo ist er hin? Wenn ich ihn nicht bald finde, bringt Lord Frier mich um. Da ist er. Moment mal. Oh, ich bin eigentlich gefunden, Vegeta. Ah, eine unglaubliche Stärke ist Vicky her. Chessrosarum hat mich gefunden. Okay, sobald ich diesen Gartenzweck von Erdlinge, den Drückenbocken, werde ich ihn mir mal erlegen. Ich muss jetzt mit Vegeta Krillin den Dragon Ball klauen, okay. Ab geht's. Krillin. Bulma, du sollst dich doch verstecken. Das ist hier nicht sicher. Das ist ein Dragon Ball, die sind aber ganz schön groß. Ja, ich habe ihn von Oberältesten bekommen. Eine wirklich bemerkenswerte Person. Ach, stimmt ja. Wo ist denn Son Gohan? Ich will nicht den Oberältesten vorstellen, damit er auch stärker wird. Er ist los, um die anderen Dragon Balls zu suchen. Der Radar hat einen in den Dorf angezeigt, das Vegeta überfallen hat. Was, ernsthaft? Was zu diese Stärke gibt es nicht. Vegeta. Vegeta. Du bist weit weg von zu Hause, Erdling. Oh nein, ich war so auf meine Stärkezuwachs konzentriert, dass ich ihn gar nicht bemerkt habe. Er hat keinen Scouter und das heißt, er muss seine Stärke auch so spüren können. Ein hübscher Dragon Ball hast du da. Offenbar suchen wir beide dasselbe. Ja. Du hast Glück, dass ich noch etwas erledigen muss, bevor ich mir ihn hole. Aber an deiner Stelle würde ich keine Dummheiten machen, wie zum Beispiel fliehen. Was? Da bist du ja. Zerberon. Mann, oh Mann, du hast vielleicht Nerven, Vegeta. Aber dank deiner dummen Aktion hat Lord Freezer das Vertrauen in mich verloren. Wenn du mir nicht sofort sagst, wo die Dragon Balls sind, muss ich das so rausprügeln. Kannst du gerne versuchen. Hey, du lernst einfach nichts dazu, oder? Ah, von nachher ist eine Entdeckung.
Okay, mal sehen. Sehr schön. Ah. Du hast mehr. Ist davon noch einer ab. Oha. Au. Na. Nein. Oh, Glück gehabt. Puh, 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 ganz knapp. 11.000 FPs. Levelaufstieg, A-Rang. Nur ist egal. Weißt du noch, wie mein Leben an seinen Fahnen hing? Ich wette, du bereust es, mich geil zu haben, oder? Ein kleiner Tipp für dich, wenn Saiyajin jedes Mal stärker, wenn wir an die Schwelle des Todes gebracht werden. So, jetzt zu dir. Oh, stimmt. Oh ja, stimmt. Son Gohan wird mit jedem Kampf stärker. Na, Locke, wie sieht's aus? Rückst du den Dragon Ball jetzt raus oder soll ich ihn mir den holen? Okay, wenn ich dir ihn gebe, versprichst du dann einfach mit zu verschwinden? Hey, okay, warum nicht? Es gibt keinen Grund, meine Zeit mit Kümmerlingen wie dich zu vergolden, wenn ich erstmal einen Dragon Ball habe. Er gibt ihn echt einen Dragon Ball? Wow, ja, macht er. Bin ich endlich Herrscher der Universum und nicht mehr dieser Idiot-Freezer. Die Unglück und Sterblichkeit wird endlich mir gehören. Wow. Wir müssen verhindern, dass er wie 7. Dragon Ball bekommt. Also Son Gohan, wir zielen auf dich. Was du auch immer tust, Vegeta darf dich nicht finden. Okay. Oh, jetzt geht's Clean und Bulma gut. Ich beeile mich lieber. Ja, wir fliegen zum Versteck wieder zurück. Ja. Ich bin schon da. Ah, da kommt jemand. Wie geht der? Ich muss mich schnell verstecken. Soll ich mich verstecken? Was? Wo kommt die Stärke auf einmal her? Sie ist weg. Was geht hier vor? Wer ist da? Wenn du nicht rauskommst, lege ich hier alles in Schutt und Asche. Warte. Ich bin's. Nur. Na, wenn das nicht Kairotz kleiner Rotzbengel ist.
Das ist eindeutig. Moment mal, wo hast du den? Das war ein Geschöpf von einem glatzköpfigen Freund. Glühen hast du ihn etwa tödlich, nicht wahr? Nein, er ist am Leben. Aber wenn du möchtest, ende ich das allzu gerne. Und ich glaube, ich lasse dich am Leben. Du hast Glück, dass ich gerade großzügig zugestimmt bin und jetzt alle Dragonballs habe. Denkst du, da liegt eine. Alle? Euch. Seltsam. Du hast da eine in der Hand. Oh, das ist eine Uhr. Ja. Bei so einer Primitivtechnik überrascht mich das nicht, dass die Erdlinge es auf diesem Planeten geschafft haben. Wenn du hier bist, kann Kakarot auch nicht weit sein. Nein, ist er nicht. Ach, ich verstehe, schade. Wenn du wieder auf Erde bist, richte Kakarot was von mir aus. Dass unsere beiden nächsten Begegnungen werde ich ihn auf seine geliebten Planeten im Weltraum. Weltraumstaub verwandeln. Okay. Wow. Das war knapp. Hey, das ist ein Dragon Ball. Wie geht das nicht alle? Colleen. Son Gohan. Glühen, schau mal, was ich gefunden habe. Gut gemacht, Son Gohan. Wir wussten, dass du es geschafft hast. Super gemacht, Son Gohan. Wir sollten hier verschwinden, und zwar schnell. Verschwinde ich. Hier weiß ich jetzt, wo wir sind. Ja, ich weiß. Ich bin ihm vor kurzem auch begegnet. War. Zum Glück konnte ich diesen Dragon Ball verstecken. Oh Mann, du hast ein bisschen Glückpilz. Das reicht. Nichts wie weg hier. Weg. Hier ist es nicht. Er ist nicht hier, unmöglich. Es führt ein direkter Weg von der Stelle, an der der kleine Rotzbengel war, dorthin, wo der Erdling war. Aber wie hat er das gefunden? Das Gerät, das war keine Uhr. Dieser blöde kleine Mistbengel. Er hat sich genommen, was rechtmäßig mir gehört, und er wird mit seinem Leben bezahlen. Okay. Pech gehabt, da ist keiner mehr. Nein, sie sind weg. Diese verdammten Erdlinge, die haben keine Ahnung, mit denen wir angelegt haben. Es ist nur die Frage der Zeit, bevor ich sie bekomme, um sich die anderen 6 Dragonballs von mir zu holen. Und dann werde ich sie für ihren Verrat bezahlen lassen. Geschafft. Ja, nur Aran gegen Severon. Naja, gut. Und die anderen bekamen einen Dragon Ball von den Oberältesten, der jedoch bald von Vegeta gestohlen wurde. Doch dank zum Gohans Gewissen geistig gegen konnte, erinnern, dass Vegeta alle 7 Finger bekam. Um Vegetas Zorn zu entgehen, musste das Trio sich ein neues Versteck suchen, und Colleen ging mit seinem Gohan im Schlepptau zum Oberältesten. Dieses Ass im Ärmel, das Jinnojun-Kommando. Oh nein. Vegeta scheint viel stärker sein. Was? Vegeta scheint viel stärker als zu seiner Zeit auf der Erde geworden zu sein. Selbst zu zweit hätten wir keine Chance gegen ihn. Son Gohan, er könnte deine Kraft so boosten, dass du mit Vegeta mithalten kannst. Wirklich? Los, Son Gohan, auch zum Oberältesten. Nebenquest. So. Nebenquest. Jetzt machen wir erstmal. Ich habe nämlich vorhin was gesehen. Charakter. Colleen, Son Gohan. Y. Ich kann mir nämlich hier noch was kaufen. Kombo Stufe 1. Das möchte ich gerne erlernen. Das war nämlich noch freigeschaltet. Ich habe das wohl irgendwie nicht. Die habe ich alle. Okay. So, X, Superangriffe.
Okay. Wissen, Superangriffe, Wissen. Okay, ich dachte, ich kann ja auch gleich. Jesus. Eins. Freezer Kommando. Geht doch. Nur 1000 XP ist er, das wissen. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit den ganzen Nebenquests, also die blauen. Und sehen, was dann passiert. Also, liebe Leute, haut rein. Alte 4.